Ja, herzlich willkommen. Das Misstrauen gegen die Politik ist in den letzten Jahren gewachsen. Ebenso das Misstrauen gegenüber etablierten Medien und gegenüber der Wissenschaft. Gleichzeitig werden extremistische Positionen immer salonfähiger, egal ob Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien, Antisemitismus oder Fremdenhass, bis hin zur Gewaltbereitschaft. Was steckt hinter dieser zunehmenden Radikalisierung unserer Gesellschaft und wer sind eigentlich die Vordenker dieses reaktionären und oft antidemokratischen Denkens? Darüber spreche ich jetzt mit der international gefragten Extremismusforscherin Julia Ebner. Für ihre Recherchen hat sie sich monatelang inkognito unter Neonazis gemischt, unter Dschihadisten und Corona-Leugner. Karl-Heinz Ott hat das alles nicht gemacht, zumindest wüsste ich nichts davon, aber er hat sich als Philosoph und Schriftsteller mit reaktionären Ideen, mit ihrer Geschichte und mit ihren Vordenkern auseinandergesetzt. Ja, Frau Ebner, Sie behaupten in Ihrem neuen Buch Massenradikalisierung, dass die Radikalisierung längst kein Randphänomen mehr ist. Woran zeigt sich das? Ich habe begonnen, mich mit dem Thema Radikalisierung und Extremismus zu beschäftigen vor mittlerweile 8 Jahren und habe damals in den dünkelsten Ecken im Internet geforscht und es war alles noch sehr versteckt und sehr stark hinter den Kulissen. Man musste sich einschleusen in diese Chatforen und mittlerweile ist mir immer mehr aufgefallen, wie das Vokabular, das ursprünglich ganz am Rande der Gesellschaft festzumachen war, immer mehr in die Mitte der Gesellschaft gerutscht ist und immer mehr auch den politischen Diskurs und den gesellschaftlichen Diskurs beeinflusst. Können Sie ein Beispiel machen? Also Beispiele sind zum Beispiel von der frauenfeindlichen Subkultur der Incels. Da sind einige der Begriffe wirklich jetzt mittlerweile auch aufgegriffen worden auf großen Plattformen wie TikTok von großen Influencern mit Millionen von Followers, wie zum Beispiel Andrew Tate. Mhm. Aber auch die Alt-Right oder die internationale Rechtsextreme hat es geschafft, ihre Begriffe und auch ihre visuellen Darstellungen, also die Memes, bis in die Mitte zu befördern. Zum Beispiel sind Memes vom Red Pilling oder auch Pepe the Frog haben sich viel mehr verbreiten können in den letzten Jahren und waren ursprünglich was ja, mir begegnet ist bei vielleicht ein paar Tausend von Followers oder ein paar Tausend Mitgliedern in diesen Chatgruppen. Ich meine, es ist eine Dynamik, Stichwort Rechtspopulismus auch, das wir länger beobachten. Die erste Trump-Wahl 2016, wir erinnern uns, Brexit. Und dann jetzt vor 3 Jahren im Januar Sturm aufs Kapitol. Und da zeigen Sie im Buch auch, da sind nicht nur extreme Stimmen dabei, sondern es sind Anwälte dabei, Ärztinnen dabei und so weiter. Also es ist wirklich eine breite Schicht der Bevölkerung. Absolut. Also der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war für mich wirklich ein Wendepunkt und hat bei mir auch zu einem Umdenken geführt, weil das eben größtenteils Menschen waren, durchaus aus der Mittelschicht, durchschnittliche Trump-Anhänger, Anhängerinnen, die da mitgelaufen sind. Und es waren 2 Ideologien, die da eine große Rolle gespielt haben, die ganz stark, wirklich ganz, ganz extrem waren ursprünglich. Aber es war der große Austausch oder diese Idee, diese Verschwörungsidee, die die identitäre Bewegung, die neue Rechte vor allem verbreitet, die Idee, dass weiße Menschen Schritt für Schritt ausgetauscht werden mit nicht weißen Nicht-Europäern. Mhm. Und die 2. Ideologie, die eine große Rolle gespielt hat, war QAnon, also dieses Verschwörungsmythos, das mittlerweile sich auch vermischt hat mit Corona-Leugnung, mit antidemokratischen Ideen und das eigentlich ursprünglich davon ausgegangen ist, dass die Clinton-Familie im Untergrund von Washington D.C. ein Kindermissbrauchsnetzwerk anleitet. Ja, wirklich, aber das hat sich natürlich stark verbreitet und auch vermischt mit anderen. Ja, aber Stichwort Verschwörungstheorien, auch natürlich die Pandemie jetzt vor 3, 4 Jahren, natürlich auch nochmal ein Riesentreiber gewesen. Wie sehen Sie das, Herr Ott? War die Pandemie nochmal ein Beschleuniger von solchen extremen Strömungen? Ganz sicherlich. Also ich habe es allein in meiner Bekanntschaft gemerkt, bei Leuten, die ich vorher für angenehme Zeitgenossen gehalten habe, die auch nach wie vor angenehme Zeitgenossen sind, aber aus denen sprudelten plötzlich nach dem 2. Glas Wein Dinge raus, das hätte ich nie vermutet. Und da merkte ich, es scheint etwas in allgemeinerer Weise, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, gekippt zu sein, nämlich dass in die Mitte der Gesellschaft das hineingelangt ist. Und zwar in einer ganz selbstverständlichen Art, also dass Leute auch sich nicht mehr scheuen, im Gestus des Besserwissens die Welt zu erklären oder scheinbar zu erklären. Das hat auch viel mit
dem Internet zu tun, mit sozialen Medien, mit diesem Bubble-Phänomen, oder? Also man sagt dann, ich habe das im Internet gelesen und so weiter und diese Quellen. Und es zeigt sich auch, also nicht nur die Mitte der Gesellschaft, sondern auch immer Jüngere. Wir hatten jetzt in der Schweiz kürzlich 3 Minderjährige, die in der Ostschweiz festgenommen wurden, weil sie die Nähe, also vermutlich den IS unterstützt haben. Ja. Und es gab dieses Messerattacke auf einen jüdischen Mann, auch von einem 15 Jahre alten Menschen, also Jugendlichen. Das heißt, Radikalisierung findet auch und vor allem im Netz statt. Absolut. Und was Sie sagen, gerade was das jüngste Zielpublikum betrifft, da haben extremistische Bewegungen in den unterschiedlichsten ideologischen Richtungen auch ganz strategisch versucht, diese Zielgruppen zu erreichen. Also ob das jetzt der sogenannte Islamische Staat ist und die dschihadistischen Bewegungen oder die internationale Rechte oder auch die frauenfeindlichen Bewegungen, die versuchen auch tatsächlich dieses Zielpublikum proaktiv anzusprechen und verwenden zum Beispiel videospielartige Rekrutierung, wo alles wie ein Videospiel aufgebaut ist. Ich habe das selbst zum Teil live mitverfolgen können, wie da ein Videospielwettbewerb veranstaltet wurde von einer weißnationalistischen Gruppe namens Patriotic Alternative, so ähnlich wie die Identitäre Bewegung. Das war aber in Großbritannien und die haben da diesen Wettbewerb veranstaltet und dann sind da manche aufgetaucht und haben schon in den Chat hineingeschrieben, Heil Hitler, Grüße und so weiter und hatten auch als Pseudonym Nazi-Namen. Ganz offensichtlich. Und im gleichen Satz haben sie dann geschrieben, ich muss jetzt dann ins Bett gehen, weil ich muss morgen in die Schule gehen. Und das waren auch ganz eindeutig Minderjährige. Und das zeigen auch die Zahlen in den Präventionsstatistiken und in den Radikalisierungsstatistiken, dass es immer jüngere Generation, also immer jüngere Menschen auch betrifft. Es ist interessant, wir wollen heute auch ein bisschen über die Ursachen dieser Radikalisierung sprechen und über mögliche Auswege oder Prävention gegen Ende der Sendung. Und wenn wir über die Ursachen sprechen, also das ist einerseits dieser Vertrauensverlust, ich habe es gesagt, in Politik, Medien, auch Wissenschaft, Stichwort Verschwörungsmythologien, aber auch eine große Zukunftsangst, könnte man doch auch sagen. Wir leben in Zeiten der Krise, es gibt Kriege, es gibt es Globalisierung, Klimakatastrophe wird hochbeschworen, Migration, also diese Überfremdungsängste spielen eine ganz wichtige Rolle. Stichwort großer Austausch, haben Sie gesagt. Abstiegsängste, Ohnmachtgefühle und so weiter. Bis hin zu diesem Wertewandel, Genderpolitik und so weiter, Sprachwandel. Wenn Sie einen Hauptgrund benennen müssten, Herr Ott, was wäre das von diesem Rückkehr des reaktionären Denkens? Also ich würde denken, das sind zwei Dinge, die eigentlich nicht miteinander zusammenhängen. Zum einen, dass es natürlich objektiv Entwicklungen gibt, Stichwort Deindustrialisierung, dass die Verhältnisse sich viel schneller wandeln als früher. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in den 60er Jahren. Da war die Welt sinngemäß, wie man sich im Mittelalter vorstellt, eine bäuerliche Welt. Und inzwischen muss man natürlich in ganz wenigen Jahren ständig sich auf etwas anderes einstellen, muss sich umstellen. Und das fällt objektiv niemandem leicht. Mhm. Man kann daran einen Gefallen entwickeln, aber manche Leute tun es eben nicht. Und manche sind ja auch tatsächlich in sogenannten prekären Verhältnissen. Das ist ja nicht schön. Und wenn man permanent, wenn sozusagen auch noch die letzten Fälle weggeschwemmt werden. Ja. Nicht bloß die Religion, dass man allmählich kapiert, ja, wahrscheinlich sind es doch eher menschliche Konstrukte, als dass es objektiv all diese Dinge gibt, die sich die verschiedenen Religionen dogmatisch ausdenken. Wenn das wegschwimmt und wenn dann sozusagen die allerletzte Gewissheit, die man für ewig gültig hielt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, auch noch wegfällt, dann werden halt Menschen unruhig. Ich kann das sogar verstehen. Ich musste in meinem Leben auch schon viele Dinge in meinem Kopf umwälzen. Irgendwann hatte ich Lust dran bekommen, aber der erste Impuls ist natürlich, da mache ich nicht mit. Mhm. Das ist das eine. Aber ich glaube, der andere Punkt ist der mit den Medien zusammenhängt. Also die jetzigen Medien eröffnen natürlich Möglichkeiten, die gab es früher. Also mit früher meine ich vor wenigen Jahrzehnten überhaupt nicht. Und da meine ich, eine innere Unzufriedenheit trägt so gut wie jeder Mensch mit sich rum. Niemand ist mit sich eins. Jeder hat sein Päckchen zu tragen aus 1000 verschiedenerlei Gründen. Aber plötzlich kann man das nicht nur am Stammtisch loslassen, denn das Geschwätz kenne ich schon immer, die da oben. Heute sagt man die Eliten.
Aber man kann inzwischen Gruppen finden und kann sich reinsteigern und kann Gedankenmodelle angeboten bekommen und sagen, ja, genau so ist es. Und diese Möglichkeit ist neu und das ist ja genau das, was Sie ganz akribisch untersuchen. Absolut. Ich denke auch, das Zusammentreffen von diesen neuen technologischen Möglichkeiten, die auch eine internationale Kooperation erlauben, für ganz kleine Randgruppen, die dann aber ein Gegenüber finden, vielleicht das Gegenüber sitzt dann vielleicht in den USA und dann schaffen sie es, ein Netzwerk aufzubauen aus Menschen und das Netzwerk wächst. Und das ist schon was jetzt neu dazugekommen ist mit dem Zeitalter der digitalen Medien. Mhm. Und wo man auch sieht, wie diese Netzwerke zum Beispiel von QAnon es geschafft haben, aus einem kleinen Kern etwas Großes Internationales zu machen mit Hilfe dieser digitalen Technologien. Mhm. Aber es ist, denke ich, das Zusammentreffen von diesen digitalen Technologien und gleichzeitig der Krisenlandschaft, die Sie auch erwähnen und die teilweise ja auch legitime Ängste erzeugt. Aber richtig, klar, Abstiegsängste, auch handfeste wirtschaftliche Ängste, Verlustängste kultureller Art natürlich auch. Und ich meine, ein Stichwort ist da der Untergang des Abendlandes, sozusagen, das wird heraufbeschworen. Ne? Und das ist eine Formel, die schon sehr alt ist, interessanterweise, stammt von einem Philosophen, nämlich Oswald Spengler. Zwei dicke Bände geschrieben mit diesem Titel, 1918 und 22, waren Riesenbestseller damals, rechtskonservative Ideen drin und so ein bisschen à la Goethe in organischen Metaphern, die Kulturen wachsen und verfallen wieder, blühten und verfallen, aber auch schon Kritik an der Presse und an den Eliten ist da drin. Inwiefern sind solche Vordenker heute noch wirksam, Herr Ott? Also ich muss sagen, Spengler spielt für diese politischen Philosophen, die ich ins Zentrum rücke, Leo Strauss, Erik Vögelin, Carl Schmitt spielen keine Rolle. Zumindest für Strauss und Schmitt spielen sie keine Rolle. Genau, Sie erwähnen hier Ihr Buch Verfluchte Neuzeit und über diese Denker wie Schmitt und Strauss reden wir später noch. Aber jetzt dieser Oswald Spengler ist ja trotzdem eine interessante Figur für die Konservativen. Aber von diesen politischen Philosophen wurde quasi nicht so sehr wahrgenommen oder nicht so sehr ernst genommen. Ich glaube, er wird heute auch von keinem Historiker ernst genommen. Ich kenne mich da nicht aus, aber von der neuen Rechten. Also das ist natürlich interessant, ja. In den Neonazi-Kanälen und auch in den neurechten identitären Kanälen, in denen ich zum Teil undercover war, wird er immer wieder zitiert oder werden immer wieder auch Materialien verbreitet von Oswald Spengler. Und darunter natürlich auch der Untergang des Abendlandes. Also diese Idee, dass das Abendland gefährdet ist, dass unsere kollektive Identität als ich unter Anführungszeichen weiße Europäer, dass das gefährdet ist, da sehen Sie in Spengler einen Vordenker. Und das ist schon interessant, weil natürlich die meisten Historiker heutzutage und auch Politikwissenschaftler würden sich abgrenzen oder Philosophen würden sich abgrenzen von Spengler, weil er ja durchaus auch zu einer Nazi-Ideologie beigetragen hat. Aber ja, in der identitären Bewegung wird er trotz allem auch als... Also es gibt explizite Bezüge, so heißt das, oder? Es gibt eindeutig, also natürlich kann man ihn als einen Vordenker der Identitären bezeichnen, auch wenn er selbstverständlich diesen Begriff nie benutzt hat. Das ist nämlich seine Theorie, dass es verschiedene Kulturen in der Weltgeschichte gibt, 8 oder 9, also Babylonier, die Ägypter, die Araber, die Chinesen, die Inder und die faustischen Abendländer, die faustischen Abendländer. Nach Goethe-Faust, oder? Ja, nach Goethe-Faust, ja. Aber das Faustische drückt ja auch etwas aus. Und dass er sagt, diese Kulturen, die sind in sich stehend. Jede Kultur steht für sich. Er geht sogar so weit, dass er sagt, es gibt keine universale Mathematik. Also er kämpft dort auch explizit gegen Kant, der ja sagt, im Menschen ist sozusagen ein universaler Erkenntnisapparat drin. Und da sagt er, das ist vollkommener Humbug. Jede Kultur hat eine andere Erkenntnisform und es gibt auch keine allgemeine Mathematik. Da trifft er sich sogar mit manchen Linksidentitären heute, die sagen, unsere Mathematik ist nur eine westliche Mathematik und die haben wir der Welt übergestülpt. Also es gibt da durchaus Dinge, die nach heute führen. Das ist ja auch interessant, weil wir haben bis jetzt eher über rechtskonservativ, Rechtspopulismus, rechtsextrem gesprochen. Aber die Radikalisierung, wie ist denn das mit den Linken? Ist die Linke auch zunehmend radikalisiert? Absolut. Das ist natürlich ein Effekt, wo es um eine wechselseitige Polarisierung auch geht, gerade in diesem größeren Kulturenkampf, aber wo sich auch die extremen Enden teilweise in ähnlichen Verschwörungsmythen wiederfinden. Also bei QAnon würde ich schon als ideologisch rechte, als rechten Verschwörungsmythos bezeichnen, aber es sind auch viele Menschen aus dem linken politischen Spektrum hineingezogen worden und sind dann zunehmend und würden das wahrscheinlich auch gar nicht als rechts bezeichnen, sondern würden sich trotzdem weiterhin als links sehen.
Aber das war interessant, weil da gerade viele auch eher so aus dem alternativmedizinischen Bereich Impfskepsis-Bereich da hineingeschlittert sind. Und natürlich gab es da vielleicht schon eine grundsätzliche Skepsis gegenüber den Institutionen, gegenüber den Autoritäten. Aber das wurde dann in was verwandelt, was natürlich dann auch eine gefährliche Dimension erhält. Und ich denke, da liegt die Gefahr bei Verschwörungsmasternarrativen wie QAnon, dass hier sehr viel vermischt wird und dass sich das dann auch sehr schnell ganz dezidiert gegen Außengruppen richtet, die entmenschlicht werden, die dämonisiert werden und das ganz systematisch. Lassen Sie uns noch kurz über Geschlechterunterschiede sprechen. Darf ich Männer, noch einen Frau? Punkt zu Spengler sagen, sich doch mit gegenwärtigen Theoremen trifft, ohne dass er unbedingt genannt werden muss. Das ist zum einen, wenn wir hinsehen, weil das Schlagwort Untergang des Abendlandes kann man ja so immer schnell verwenden. Also ein Dekadenzphänomen, ein Verfall, gegen den wir uns stemmen müssen. Mhm. Und wenn wir ansehen, zum Beispiel Richard Legutko, der ist ein polnischer Philosoph, war zeitweise Bildungsminister unter der PiS, ist heute Co-Vorsitzender im EU-Parlament der Konservativen und Reformer, also die am rechten Rand. Und er ist der Meinung, Brüssel ist das neue Moskau, weil Brüssel Europa mit Migranten überschwemmt und weil sie zum Beispiel den Polen nicht erlaubt, dass sie die Gesetze nach dem Katholizismus machen. Natürlich nach einem erzkonservativen Katholizismus, der weit zurückliegt, der hat nichts mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu tun. Und das ist eben die Argumentation, wenn wir unsere Tradition, unseren Wurzeln, unseren Humus verlassen, dann geht alles den Bach runter. Und das andere Phänomen ist in Spenglers Theorien, dass die Kulturen sich gegenseitig nicht berühren, weil die können sich objektiv nicht verstehen. Und das ist auch in Ordnung, solange die in Afrika bleiben. Also eigentlich Vordenker für den Ethnopluralismus, also die identitäre Bewegung verwendet ja diesen Euphemismus des Ethnopluralismus, um eigentlich eine ethnische Apartheid gegen dieses Multikulti, das sie ablehnen, so nennen. Gegen Diversität und Vielfalt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch interessant, weil die Argumentation dahinter auch eine ist, dass Politik nicht funktionieren kann in einem Land, das nicht komplett homogen ist. Also dass es eine homogene politische Einheit braucht, auch kulturell und ethnisch gesehen, damit Politik funktionieren kann. Also Vermischung ist der Untergang. Genau. Das ist der Punkt. So. Und noch ein letztes. Da können sich auch heute viele treffen von den Rechten, weil er sagt, der russischen Kultur ihre Wiedergeburt im 21. Jahrhundert voraus. Spengler. Dass sie sich endlich von dem europäischen Rationalismus löst, den Peter der Große infiltrieren wollte in dieses Land. Es ist ein Bauernland. Es gibt Untergebene und es gibt die Oben. Und das ist gut so. Die alle haben ihre Kultur. Und das wurde die große Kultur des 21. Jahrhunderts waren. Wir haben jetzt viel von Männern gesprochen und ich wollte Sie noch darauf ansprechen über die Männer-Frauen-Unterschiede, weil kürzlich ist nämlich eine Studie viral gegangen aus den USA und die zeigt, dass Männer, die junge Männer zunehmend politisch eher rechts stehen und Frauen eher links und dass die Geschlechter so ein bisschen politisch auseinanderdriften und zwar weltweit. Ja. Das ist ja interessant. Ich habe die Studie auch gesehen und sehr interessant gefunden. Also einerseits gibt es die Dynamik, dass wir mehr Frauen auch in den vordersten Reihen sehen bei extremistischen Bewegungen, weil sie auch versuchen, in den Mainstream geraten und dadurch Frauen als an vorderster Stelle auch versuchen wollen, damit legitimer zu erscheinen. Also sie verwenden auch zum Teil Frauen explizit als das Gesicht der Bewegung. Und gleichzeitig gibt es den paradoxen Effekt, dass aber es eben dieses Auseinanderklaffen gibt bei jungen Männern und Frauen, was die ideologische Ausrichtung betrifft, wo mehr Männer doch sehr stark in die erzkonservative bis rechte Richtung gehen und mehr Frauen in die progressiv-liberale Richtung. Ich denke, ein Teil oder teilweise vielleicht eine Erklärung dafür liefern kann natürlich, dass gerade junge Männer sich in ihrer Identität angegriffen fühlen oder mit diesen neuen Fortschritten, die Sie vorhin erwähnt haben, teilweise nicht zurechtkommen oder sich im Stich gelassen fühlen, Angst davor haben, Status zu verlieren, Privilegien aufgeben zu müssen. Und so weiter. Also es ist so ein fundamentaler Angriff auf die Männlichkeit. Das wird ja auch von diesen ganzen Influencern angesprochen, wie Jordan Peterson oder Andrew Tate, die diese ursprüngliche, traditionelle Männlichkeit bewahren wollen und da enorm erfolgreich sind. Und in gewisser Weise gibt es auch den Link zwischen neurechten Ideologien, die ja auch antifeministisch sind,
Und also gibt es auch den Link zu dieser Frauenfeindlichkeit. Und sogar in der Ideologie des großen Austauschs, in diesem Verschwörungsmythos, geht es nicht nur darum zu sagen, offene Migrationspolitik führt zum Untergang des Abendlandes, sondern auch sogar zu sagen, Frauen, also die Frauenemanzipationsbewegung oder Feminismus hat auch dazu geführt, dass die Geburtsrate der weißen Frauen gesunken ist und zum Beispiel auch die Genderpolitik oder beziehungsweise LGBTQ-freundliche Politik hat auch dazu geführt, dass es zu einem Untergang der traditionellen Familie gekommen ist. Also das heißt, diese unterschiedlichen Elemente sind auch sehr stark miteinander verwoben in dieser Ideologie. Ja, es ist einerseits der Antifeminismus. Eine riesen Gemengenlage. Ich möchte Sie beide noch ein bisschen persönlich besser verorten und vorstellen. Sie, Herr Ott, Sie haben Philosophie studiert ursprünglich, Geschichte und Musikwissenschaft, haben dann lange als Dramaturg auch gearbeitet, auch in der Schweiz, in Zürich und in Basel, an der Oper und im Theater. Seit 1996 sind Sie freischaffender Schriftsteller, schreiben Romane und Sachbücher über Beethoven bis zu Hölderlin. Wohnen in Freiburg im Breisgau. Dieses Buch ist kürzlich erschienen, vor etwa einem Jahr, Verfluchte Neuzeit, Geschichte des reaktionären Denkens. Wie kamen Sie dazu, jetzt irgendwie zu diesen konservativen oder reaktionären Vordenkern zu forschen? Was hat da denn aus? Also zum einen kommen auch ein paar linke Denker vor, wie Walter Benjamin und Foucault, die gemeinsam haben, was ich in dem Buch nachzuweisen versuche, dass nicht erst im 18. Jahrhundert mit der sogenannten Aufklärung, mit Voltaire und Rousseau, sozusagen das Elend Europas beginnt, sondern dies beginnen lassen mit Luther, mit Descartes, mit Hobbes, also mit den Vordenkern oder mit den Anfangsdenkern der Neuzeit. Martin Luther, Reformation? Genau. So, okay, warum? Descartes. Aus dem Grund, weil er Gott sozusagen, ich sage es jetzt mal übertrieben, Theologen würden mir widersprechen, weil er Gott privatisiert. Er sagt nur sozusagen, meine innere Instanz, mein Gewissen, das ist die entscheidende Instanz und nicht die Dogmen irgendeiner Kirche. Und ich habe mit Gott das persönlich abzumachen, was ich getan habe und was ich nicht getan habe. Sozusagen, er verlegt den Kern in das, was wir die innere Moral oder das Gewissen nennen könnten. Also das ist sozusagen ein wesentlicher Subjektivierungsschub. Und den gibt es bei Descartes auf andere Weise, weil er sagt, die letzte Instanz des Denkens ist, dass ich denke. Cogito ergo sum. Genau. Und das ist eben, weil Descartes sagt, ich habe 1000 Dinge gelesen, aber die widersprechen sich alle. Was gibt es noch? Es bleibt nichts anderes mir übrig, als meine Vernunft zu verwenden und zu fragen, ob das Ganze Hand und Fuß hat. Und bei Hobbes, das ist der dritte Vordenker, der eben insofern als der große Feind von vielen gilt, weil er hat ja Thomas Hobbes, wichtiger englischer Staatsphilosoph. Genau, ja. Leviathan hat er veröffentlicht, 3 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges, also 1651 hat er es veröffentlicht. Mhm. Und die Kernaussage ist, wir wollen nie mehr diesen Wahnsinn haben, dass Leute sich im Namen Gottes den Schädel einschlagen, was ja heute vielfach geschieht. Und er sagt, deshalb muss die Religion privat bleiben. Zu Hause kann jeder glauben und denken, was er will und in welche Kirche gehen, wie er auch immer will. Aber man hat nicht mit Gott zu argumentieren, wenn es um den Staat geht. Da müssen andere Dinge gelten. Und auch der Religiöse muss anerkennen, dass er als Staatsmensch zuerst mal die staatlichen Gesetze befolgen muss und nicht seine religiösen. Und das ist natürlich bis heute ein Dorn im Auge, auch von Denkern, den ich gerade genannt habe, von diesem Richard Legutko, diesem Polen, weil sie natürlich sagen, das kann doch nicht sein, dass Gott niedriger ist als der Staat. Mhm. Aber es klingt jetzt so, als wären all diese Rechtspopulisten verkappte Religiöse und irgendwie ist es eine Ersatzreligion. Eigentlich will man zurück zu sozusagen sowas wie Katholizismus. Das klingt ja auch komisch. Ja, also ich würde jetzt nicht denken, bei vielen Rechten, Sie kennen sich da auch im Detail viel besser aus. Aber bei Carl Schmitt zum Beispiel kann man schon sehen, dass er im Grunde hat. Carl Schmitt müssen Sie noch ein bisschen kurz umreißen, wer das war. Ist eine sehr schillernde Figur. Also ja. Kronjurist der Nazis, Staatsrechtler. Genau. Er hat 1936 war es, hat er in der deutschen Juristenzeitschrift einen Artikel veröffentlicht, dass der Führer das Recht bestimmt. Und das ist natürlich für einen Juristen eine
immense Aussage, weil ein Jurist müsste eigentlich davon ausgehen, dass die Gesetze als Gesetzeswerk bestimmt sind, aber nicht ein Mensch willkürlich sagen kann, was das Gesetz ist. Wobei neben Geibel gesagt, wir erleben das bei Trump seit vielen Jahren, dass wenn das Gesetz nicht ihm gemäß ist, dann sagt er, es ist ein falsches Gesetz. Also die Tendenz hat jeder Alleinherrscher. Nur gewährt man in der Regel in Demokratien, wie in Amerika leider passiert ist, solchen Leuten nicht die Möglichkeit, dass sie Präsident werden. Und dieser Carl Schmitt ist insofern nach wie vor ein interessanter Denker, weil er ist eben in seinen Gedanken so klar. Er ist juristisch klar. Und wie er das Ganze entfaltet, kann man doch sehr viel lernen, wie rechtes Denken funktioniert. Abgesehen von dem, Carl Schmitt hat auch linke Freunde. Es gibt auch heute linke Schmittianer. Und er war ein großer Bewunderer von Mao. Warum? Weil Mao sorgt für Klarheit und mit allen Mitteln und ihm ist kein Mittel fremd. Also Carl Schmitt ist nicht per se rechts, er war persönlich rechts. Aber sein Gedanke ist, man muss Feind und Freund haben und wenn der Feind klar ist, Klarheit. Dann ist auch mehr oder weniger alles erlaubt, was mich stärkt und den Feind schwächt. Aber Klarheit, Ordnung, Einheitlichkeit haben wir schon gehört, das sind wichtige. Das klingt ja schon auch sehr stark dann nach Hobbes, diesem Glauben an einen starken Leviathan, der alles regelt, also den Alleinherrscher, der alles unter Kontrolle haben muss. Diese Weise schon, ja. In der Weise, ja. Aber auch da ist interessant, dass Hobbes doch verschieden ausgelegt werden kann. Man kann ihn autoritär bis totalitär auslegen. Man kann ihn aber auch demokratisch auslegen. Ja. Und Carl Schmitt hat irgendwann gegen Spinoza, der ja auch eigentlich zu den Leuten gehört, also auch Mitte 17. Jahrhundert, hat letztlich eine Position vertreten, in der man Hobbes eigentlich sehr demokratisch lesen kann. Mhm. Und das war Carl Schmitt ein Dorn im Auge und hat dagegen sozusagen gegen die jüdische Verwässerung von Hobbes gekämpft. Also auch das ist dann interessant, rein Ideengeschichte. Aber wir sehen schon, Sie haben einen Zugang eher über die Geistesgeschichte, sage ich jetzt mal, über die Vordenker. Und bei Ihnen ist es gerade anders. Also ich habe es in der Anmoderation gesagt, Sie sind da wirklich in die Netzwerke rein. Sie sind in Wien geboren, leben heute in London. Sie beraten sehr beeindruckend mit 33 Jahren diverse Regierungen, Geheimdienste, die EU, die UNO, NATO, auch Digitalkonzerne wie Google und so weiter in Sachen Radikalisierung und Terrorismusprävention, arbeiten am Institute for Strategic Dialogue in London und an der Universität Oxford und mehrere Bücher dazu geschrieben. Und sie sind wirklich dann auch in diese Chats reingegangen, also online in diese Foren unter diese Frauenhasser. Dann waren sie aber auch an einem Neonazi-Rockfestival unter Dschihadisten, Klimaleugner, Pro-Putin-Demos und so weiter. Wie war das zum ersten Mal, als Sie da mit falscher Identität in diese Netzwerke reingegangen sind? Was hat das mit Ihnen gemacht? Also ich dachte eigentlich, dass ich sehr gut darauf vorbereitet war, weil ich wirklich natürlich davor schon jahrelang zu dem Thema geforscht hatte und mich auch monatelang darauf vorbereitet habe, also die Subkulturen besser zu verstehen, das Vokabular zu beherrschen, einfach zu verstehen, wie innerhalb dieser extremistischen Gruppen gibt es natürlich eine Umgangsform, gibt es einen eigenen Sozialisierungsprozess, da schon hineinzugehen mit dem Verständnis und mir die Identitäten auch schon ganz klar online zurechtzulegen und sie dann offline fortzusetzen. Was aber heißt das mit Perücke? Sie haben sich auch verkleidet und so? Zum Teil schon, ja. Also ich habe mir zuerst glaubwürdige Identitäten online festgelegt und habe das fast so behandelt, wie als würde ich eine Romanfigur erfinden. Also habe mir überlegt, was ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Person? Was motiviert die? Was hat die, wo hat selbst mir angeschaut, wo die studiert hat, was für Kurse sie belegt hat und so weiter, damit ich darüber sprechen konnte. Klar. Und dann, als ich aber dann zum Beispiel bei der Identitären Bewegung rekrutiert wurde und auch eingeladen wurde zu einem Strategietreffen in einem Airbnb in London. Und dann habe ich auch ein Treffen in einem Pub gehabt. Da gab es schon einige Momente, wo ich es wirklich schwer fand, in dieser Identität zu bleiben. Und gleichzeitig fand ich es enorm spannend, Menschen wie Martin Sellner, also dem ideologischen Leiter der Identitären Bewegung, persönlich zu begegnen und auch zu sehen, wie er zum Beispiel die Mitglieder der Identitären Bewegung einschult. Also wir waren da bei diesem ersten Treffen zur Gründung des englischen und irischen Ablegers der Identitären Bewegung, was übrigens gescheitert ist, aber das ist eine andere Geschichte. Aber
da hat er wirklich eine Art Trainingseinheit gegeben für den Umgang mit schweren Fragen von Journalisten oder für was so die ideologischen Grundsätze sind. Übrigens auch hier auf ideologischer Ebene eingegangen auf einige dieser Vordenker, die gegen die Moderne sich ausgesprochen haben, gegen den progressiven Liberalismus. Das war schon, also war interessant, das aus dieser Nähe mitzuverfolgen. Wird man da getestet? Ob man ein Spitzel ist? Oder ob also man das wurde jetzt immer mehr in den letzten Jahren. Damals, als ich zum ersten Mal undercover war, war es noch relativ einfach hineinzukommen. Auch damals waren sie schon etwas misstrauisch. Aber es wurde jetzt in den letzten Jahren wurden viel rigorosere Tests eingeführt, um wirklich sicher zu gehen, dass es keine Spitzel gibt oder keine Undercover-Journalisten. Sie sind ja mittlerweile bekannt, man kennt Ihr Gesicht, Sie haben Bücher darüber geschrieben. Wie schützen Sie sich jetzt oder können Sie das überhaupt noch machen? Offline oder nur noch im Netz? Da kann man natürlich mit falschen Identitäten spielen. Im Netz geht das natürlich weiterhin. Ich bin generell etwas vorsichtiger geworden. Und wie gesagt, die extremistischen Bewegungen sind auch deutlich vorsichtiger geworden. Ja. Und haben teilweise Tests, wo man auch wirklich mitmachen muss, aktiv zum Beispiel zeigen muss, dass man mitmacht bei einer Rekrutierkampagne oder bei einer Kommunikationskampagne. Da will ich natürlich auch nicht dazu beitragen, dass sich diese Ideologien weiter verbreiten. Also deswegen, da gibt es natürlich auch Grenzen für mich, von dem her, was ich moralisch für mich rechtfertigen kann bei diesen Undercover-Recherchen. Sie haben ja auch immens viel Material gesammelt. Sie müssen jetzt nicht mehr so viel rein, vermute ich mal. Und zum Beispiel in meine Bücher ist natürlich das eingeflossen, wo ich am meisten Material sammeln konnte, wo ich am längsten drin bleiben konnte. Aber es gab meistens einen Zeitpunkt, wo meine Identität aufgeflogen ist. Und deswegen haben einige Bewegungen oder Beobachtungen es auch gar nicht bis ins Buch geschafft, weil einfach der Zeitraum nicht lang genug war, um wirklich zu verstehen, was da passiert. Müssen Sie sich heute schützen? Heute, also ich hoffe nicht, dass jetzt hier im Studio mir da auflauert. Aber natürlich generell ist es schon eine Sorge geworden, die ich mittrage in meinem Alltag. Also ich bin teilweise auch wahrscheinlich paranoid. Das ist ja vieles, spielt sich da auch auf psychologischer Ebene ab. Weil inwiefern ich jetzt ein Hauptanschlagsziel bin, weiß ich nicht. Ich glaube, geringschwelligere Gewalt ist durchaus was eine Bedrohung darstellt. Nicht nur für mich, sondern auch für Menschen, die sich mit diesem Thema im Alltag, in ihrem professionellen Alltag beschäftigen. Ob das jetzt Journalisten, Journalistinnen sind oder Politiker oder Wissenschaftlerinnen, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Oder sogar Künstler, die teilweise von Hass im Netz betroffen sind, wenn sie sich mit kontroversen Themen befassen. Oder Bürgermeister in Thüringen und Sachsen. Genau, Regionalpolitiker sind besonders stark betroffen. Also es ist, denke ich, auch eine neue Realität, dass man diese Drohungen im Online-Raum, dass man die irgendwie auch bewältigen muss. Trotzdem sehr beeindruckend, dieser Mut, da auch reinzugehen, ohne Ausbildung, das einfach so zu machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und Sie haben diesen Martin Sellner jetzt erwähnt, dieser österreichische Rechtsextreme und Vordenker der identitären Bewegung. Kürzlich gab es in der Schweiz einen großen Aufschrei, weil die Strategiechefin der jungen SVP an einem Treffen war mit der Bewegung Junge Tat, mit der jungen Tat und auch mit Martin Sellner. Und wir schauen uns dazu mal einen Beitrag an. Das ist die junge Tat. Rechtsextremisten, die glauben, sie könnten der Aargauer Regierung kündigen. Und das ist Martin Sellner, Posterboy der Rechtsextremen in Österreich. Und wir wollen nicht haben, dass unsere Kinder, dass alle europäischen Völker in den Heimatländern zur Minderheit werden. Sellner propagiert Remigration, die Vertreibung von Menschen. Für dieses Thema hat die junge Tat Martin Sellner in die Schweiz geholt. Und das ist Sarah Regitz, die Strategiechefin der jungen SVP. Frei, unabhängig und sicher. Das sind unsere unverhandelbaren Werte. SVP-Politikerin besuchte Geheimtreffen mit Martin Sellner. Wer ist die junge Tat? Der Pfeil auf ihrer Maske ist eine Rune. Sie geht auf Hitlers Reichsführerschule zurück. Die junge Tat ist in den sozialen Medien sehr präsent. Sie inszeniert sich als coole, kampfbereite Truppe. Xavier Dufour ist langjähriges SVP-Mitglied.
Er befasst sich an der Uni Bern wissenschaftlich mit Extremismus und dem Nachrichtendienst. Dufour sagt, die junge Tat sei extrem gefährlich. Es handelt sich um eine Organisation, die prägt nationalsozialistische Ideologie und ist bereit, sehr viel Gewalt auszuüben, um unsere Demokratie am Boden zu setzen. Es ist ja auch viel Show. Ist denn das mehr als nur Getue? Das ist massiv mehr als nur Show. Das sind Leute, die sind vertieft überzeugt von was sie machen. Und man kann sie durchaus wissenschaftlich vergleichen mit Islamisten von dem Islamistischen Staat. Ja, vergleichbar mit dem Islamistischen Staat. Und Sie, Frau Ebner, sagen auch, Islamisten und Rechtsextreme, die schaukeln sich wie so gegenseitig hoch. Ja, absolut. Darum ging es auch in meinem ersten Buch, weil ich gemerkt habe, als wir damals viele Angriffe vom IS in Europa hatten und gleichzeitig auch einen Backlash auf der rechten Seite, habe ich gemerkt, wie viele Parallelen es gibt in den Narrativen zwischen den beiden. Natürlich sehen beide eine Art unvermeidbaren Kulturen- oder sogar Rassenkrieg, also zwischen dem sogenannten Westen und dem Islam. Das ähnelt sich sehr. Sie treffen sich auch zum Teil im Antisemitismus und auch in der Frauenfeindlichkeit, beziehungsweise generell in einem Zurückwollen in alte Zeiten, also in traditionellere Familien, genau. Und ein Zurück, das natürlich ganz weit in der Vergangenheit liegt und eigentlich ein Zurückrollen unserer Menschenrechte befürwortet. Also das ist das, was die beiden teilen. Und es gibt mittlerweile auch einige Beispiele dafür. Und ich erwähne auch ein paar von denen schon in meinem ersten Buch. Aber heute gibt es noch mehr Beispiele. Das Buch heißt Wut, oder? Das ist das erste Buch. Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Und es gibt schon einige Beispiele dafür, wie es auch zu Kooperation zwischen diesen beiden unterschiedlichen ideologischen Lagern kam. Sowohl geschichtlich gesehen, als auch in der heutigen Zeit. Also zum Beispiel wurden die Waffen damals, wenn Sie sich erinnern, für dieses Attentat im Vorort Paris vor dem Charlie Hebdo-Angriff gab es eine Geiselnahme in einem Hyper-Kasher-Supermarkt, also in einem jüdischen Supermarkt im Vorort von Paris. Und da wurden die Waffen an diese Dschihadisten, die den Angriff durchgeführt haben, geliefert von einem Identitären aus dem Norden Frankreichs. Mhm. Und die haben sich natürlich gerade in diesem Antisemitismus getroffen. Und auch mittlerweile auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle von zum Beispiel Neonazis, die übergewandert sind zum IS oder zu dschihadistischen Bewegungen. Es ist für mich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung war es auch schwierig, so einen Überblick zu bekommen über diese unterschiedlichen Bewegungen, die alle irgendwie extrem sind. Also da kam die junge Tat vor jetzt im Einspieler. Dann gibt es aber, da steht zum Beispiel auch, die wollen dann die Aargauer Regierung stürzen oder der kündigen. Dann denke ich gleich an diese Reichsbürgerbewegung zum Beispiel, Staatsverweigerer, die dann am liebsten gar keine Steuern mehr zahlen, selbst Gesetze machen, eigenes Geld drucken und so weiter. Meine, Prepper. Die Prepper kommen auch noch zu, Vorbereitung auf den Weltuntergang. Also irgendwie, ja. Wie verbreitet ist sozusagen diese Staatsfeindlichkeit oder diese Bewegung der Staatsverweigerer und der Reichsbürger? Können Sie das abschätzen? Wie stark verbreitet? Also mittlerweile gibt Studien im deutschsprachigen Raum, dass es doch zumindest die Ideologien, die sie antreibt und auch dieses starke Misstrauen gegenüber den Medien, die sie oft als Lügenpresse bezeichnen, Begriff natürlich aus den Nazi-Zeiten, aber auch der Demokratie generell und auch sogar der Wissenschaft, die ist unheimlich stark verbreitet mittlerweile. Und ich denke, das zeigt uns auch, also auch hier, dass wir ein immer weiteres Mainstreaming von diesen Ideologien sehen. Es gibt auch aus den USA Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Millionen von Menschen, die QAnon-Ideologien und demokratiefeindliche Ideologien befürworten und zum Teil auch bereit wären, dafür mit Gewalt für diese Ideologien zu kämpfen. Ich meine, ich habe bei Ihnen gelesen, dass in den USA glaube 40% glauben, die Wahlen seien gefälscht gewesen, oder? Ja. Das ist fast die Hälfte, das ist wirklich wahnsinnig. Und ich meine, das Interessante ist ja, dass vermutlich Trump selbst es nicht glaubt. Zumindest ein Fernsehmoderator, der inzwischen gekündigt wurde bei Fox News, hat immer
offenbar hinter der Bühne über Trump gelacht und gesagt, das ist ein Idiot, der redet Schwachsinn. Natürlich stimmen die Wahlen so, wie sie sind. Aber er hat nach außen hat er gekämpft für Trump und das propagiert. Also das bedeutet ja, man kämpft mit allen Mitteln und die Wahrheit ist wirklich vollkommen egal. Und das ist natürlich dieses Denken in Feind und Freund. Was mir nützt, ist erlaubt. Und was mir schadet, das muss ich bekämpfen mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln. Und interessant ist ja auch bei diesen Reichsbürgern und der Staatsverweigerung die Freiheit. Also ein Schlüsselbegriff ganz, ganz vieler Bewegung ist immer die Freiheit. Und das spielt in Ihrem Buch, Herr Ott, natürlich auch eine wichtige Rolle. Und Sie sagen irgendwie, einige Stimmen sagen dann, es gibt keine wirkliche Freiheit, also die Rede von Bevormundung, von Fremdbestimmung und so weiter, subtiler, ob das jetzt irgendwie die Pharmalobby ist oder die fremden Richter irgendwo in Brüssel. Mhm. Und andererseits gibt es diese Idee von Freiheit ist ja nur so Willkür und anything goes und jeder kann machen, was er will und das ist ja irgendwie auch nicht gut. Ja. Also was gilt denn jetzt? Wie stehen diese Bewegungen zum Begriff der Freiheit oder welche Vorstellung haben Sie von Freiheit? Also vielleicht zuerst mal finde ich interessant, dass in der älteren Generation, die die DDR intensiv erlebt hat, ich rede jetzt nicht von den Jüngeren, dass unter denen so viele gibt, die sich jetzt unfrei fühlen in der Gesamtbundesrepublik, die früher ganz sicherlich nie gewagt haben, den Mund aufzumachen, weil sie wussten, sie würden in Bautzen landen. Und jetzt kommt sozusagen der kostenlose Mut, dass man in der wirklichen Demokratie von Unfreiheit redet. Also das ist grotesk. Aber das ganz nebenbei. Freiheit und Sicherheit sind natürlich zwei im Grunde konträre Dinge. Wenn ich totale Sicherheit will, kann es keine Freiheit geben. Und wenn ich totale Freiheit will, muss ich mit einer absoluten Bodenlosigkeit leben. Und in einer Demokratie versucht man natürlich beides gut zu vermitteln, weil wir brauchen Regeln und Ordnung. Das fängt bei der Ampel an. Und dass ich nicht bei meinem Nachbarn ungefragt ein Picknick im Garten mache und so weiter. Also ohne Ordnung geht's natürlich nicht. Aber man muss ja dafür sorgen, dass Ordnung, die für Sicherheit sorgen soll und für Regeln, gleichzeitig Freiraum lässt. Und das zu vermitteln, ist ein kompliziertes Ding. Aber wenn es inzwischen Bewegungen gibt, die sogar, und das kann man ja zum Teil sehen auf Demonstrationen, Schildchen mit sich tragen, scheiß Freiheit, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass dieselben Bewegungen eher für Putin sind als für die westliche Demokratie. Andererseits kämpfen sie sehr oft im Namen der Freiheit. Richtig. Oder missbrauchen den Begriff der Freiheit und instrumentalisieren sie ihn eigentlich für ihre Zwecke. Also zum Beispiel diese Kritik auch an dem, was Sie jetzt einen totalitären Staat zum Teil nennen, also zum Beispiel was die Corona-Politik betraf oder sogar was die Tech-Unternehmen betrifft und das Eindämmen der Meinungsfreiheit oder der Pressefreiheit. Also da gibt es sehr oft diesen Begriff der Freiheit, der in den Vordergrund tritt und der ja eigentlich, wie Sie sagen, sehr paradox zu dem ist oder sehr gegensätzlich zu dem ist, was diese Bewegungen eigentlich vertreten. Und auch sehr stark im Gegensatz dazu steht zum Beispiel, dass sie dann andererseits, obwohl sie für Meinungsfreiheit sind, dass sie andererseits Hasskampagnen durchführen, die ganz gezielt zur Einschüchterung von Journalisten oder von politischen Gegnern orchestriert werden. Sie sprechen da auch von kontrollierten Provokationen. Also wenn man die Sprachwahl anschaut, Sie haben schon gesagt, Martin Sellner, wie es sozusagen ein Medientraining gibt, oder? Dass man auch gezielt Begriffe wie Remigration etabliert und unter die Bevölkerung mischt und so weiter. Ja. Das ist schon interessant, also gezielte Tabubrüche auch sprachlich macht. Gezielte Tabubrüche einerseits und dieses Verschieben des öffentlichen Diskurses nach rechts, also dieses Overton Windows, des Sagbaren, des öffentlich Sagbaren, das wird Schritt für Schritt nach rechts verschoben, mit Sprache natürlich. Also Sprache, es beginnt sehr oft mit Sprache. Und ein Teil dieser Strategie, was Sprache betrifft, ist auch das Befürworten oder Verdrehen von, oder das Instrumentalisieren von bestimmten Begriffen. Teilweise auch, indem man Begriffen negative Assoziationen beifügt, zum Beispiel den Begriffen Diversität, Multikulti, Teil ja, progressive. Das waren ja eigentlich ursprünglich positive Begriffe. Sogar Feminismus war ursprünglich auch mal was durchaus auch positiv erscheinen konnte. Und diese Begriffe wurden so stark jetzt und so systematisch mit negativen Assoziationen behaftet,
dass tatsächlich im Mainstream das auch so angelangt ist. Also im Mainstream, ja nicht in der weiteren Mitte der Gesellschaft. Ja, und der Begriff Remigration, der kursiert ja wirklich im Moment. Und Sellner hat ein Buch dazu geschrieben mit diesem Titel. Aber die Idee ist eigentlich sehr alt und vor allem in der Schweiz schon sehr bekannt. Also Stichwort James Schwarzenbach, ein Politiker, der in 1970 eine ganz wichtige, bahnbrechende Initiative lanciert hat, eine Volksinitiative, nämlich die Überfremdungsinitiative. Und die kam 1970 vors Volk und hat ziemlich viel ausgelöst. Wir schauen uns mal einen Beitrag dazu an. Am 7. Juni 1970 entscheidet das Schweizer Stimmvolk, damals noch ausschließlich Männer, über die Überfremdungsinitiative, genannt die Schwarzenbach-Initiative. Ziel der Vorlage war es, den Ausländeranteil in der Schweiz zu reduzieren. Von durchschnittlich fast 20% auf 10% in allen Kantonen außer im Kanton Genf. Dort sollte er 25% betragen dürfen. Bei einer Annahme hätten fast eine halbe Million Ausländerinnen und Ausländer die Schweiz von einem Tag auf den anderen verlassen müssen. Während sich im Parlament nur Nationalrat James Schwarzenbach für die Initiative ausspricht, spaltet der emotionale Wahlkampf das Volk. Wie lange halten wir es aus ohne Ausland? Wir haben wir aber ausgehalten. Wir haben aber ausgehalten. Kohl, Weizen, Öl und all das her. Von wo? Von den Bergen oben noch. Sieben Kantone nahmen die Initiative an, die übrigen verwarfen. Schließlich wird die Initiative mit 46% Ja-Stimmen zu 54% Nein-Stimmen abgelehnt. Ein überraschend knappes Ergebnis. Mit fast 75% war die Stimmbeteiligung außerdem besonders hoch. Und für die rechten Parteien steht ab sofort fest, mit der Ausländerfrage lässt sich in der Schweiz Politik machen. Ja, mit Migration lässt sich Politik machen. Der Schweizer Historiker Damir Skenderovic nennt diesen Schwarzenbach sogar die erste rechtspopulistische Führerfigur im Nachkriegseuropa. Danach kamen dann Christoph Blocher, Jörg Haider in Österreich, Silvio Berlusconi, Le Pen, Vater und Tochter und so weiter. Und es scheint da wirklich so zu sein, dass die Parteien von Mitte bis links kein richtig gutes Rezept haben dagegen in dieser Frage. Woran liegt das? Ein gutes Rezept gegen? Ja, gegen diese Instrumentalisierung auch, dieser Überfremdungsängste, die einfach da sind und irgendwie auch ihre Berechtigung haben. Sie haben gesagt, es verändert sich so viel. Wenn man heute in Großstädte geht, dann sehen die Gesichter halt anders aus als vor 40 Jahren. So, das kann auch irgendwie zu Irritationen führen. Das stimmt, das muss man zugestehen. Ein Rezept dagegen, das ist schwierig. Wir erleben ja seit Jahren, dass auch gegenüber rechten Bewegungen immer wieder betont wird, wir müssen die Leute verstehen, wir müssen uns in sie hineindenken. Und das ist auch sicherlich vollkommen richtig. Andererseits wissen wir, dass dieses Hineindenken und Erklären mit den Ursachen zumindest nichts geändert hat. Und wenn die Lösung wäre, wie es ja inzwischen auch Parteien aus der Mitte probieren, dass man ein bisschen immer mehr nachgibt und immer mehr auch den Sprech von diesen Leuten übernimmt und sagt, wir müssen wirklich mit der Migration jetzt ganz entscheidend was tun, damit die AfD nicht stärker wird. Da mögen sie rein taktisch gesehen und praktisch gesehen recht haben. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, weil dann übernimmt man ja die ganzen Denkweisen der Rechten und sagt, ja, sie haben ja eigentlich recht. Und dann erlebt man das, was wir seit Jahren erleben, eben, dass die Wähler sagen, dann wählen wir doch lieber das Original. Wenn die anderen jetzt zu schwitzen anfangen und ein bisschen versuchen, uns nachzurennen, nein, wir wollen dann schon die richtig radikale Variante und nicht die Verwässerung. Wie Geert Wilders in den Niederlanden zum Beispiel, der dann wieder gewinnt und diese Sachen, ja. Aber das klingt danach, dass Sie kein Rezept haben gegen diese zunehmende rechtskonservativ, also gegen diesen Rechtspopulismus? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja sonst auch sehr gut. Also was Sie beschreiben am Ende Ihres Buches, das ist vollkommen richtig. Aber es bedeutet, dass man wirklich sich in den Mikrostrukturen sehr engagiert und im Grunde fast eine therapeutische Arbeit in dem Bekanntenkreis leisten muss, sofern man Bekannte hat, die dort sind. Das ist dann wirklich fast therapeutisch, indem man sozusagen wie auf Kinder eingehen muss, weil
es wird ja die Logik, die wir für Logik und für Argumente halten und für sozusagen auch für Faktenwissen halten, die wird ja nicht akzeptiert. Und deshalb ist auch der Ruf nach Fakten und Wissen auch nur beschränkt richtig, weil Wissen können Leute sehr viel. Also ich war vor 2 Jahren bei einer Diskussion, als Zuhörer, da war der ehemalige Leiter der Gedenkstätte Buchenwald. Und er hat gesagt, zu uns kommen haufenweise Neonazis, die wissen 1000-mal besser Bescheid als alle Linksliberalen, was dort passiert ist. Die kennen alle Details. Die können das in- und auswendig, aber die fanden das gut. Die kommen gern zu uns, weil sie eigentlich ja, sagen, toll. Aber Sie sagen ja auch, Fakten helfen wenig, es braucht irgendwie Psychologie. Aber wie gehen wir denn mit dieser Ohnmacht, mit dieser Wut auch um, mit diesen Ängsten? Genau, also es sind auf jeden Fall eher die Emotionen, die ich als Hauptmotivator sehe für dieses Mainstreaming von radikalen Ideologien. Also, weil es sind natürlich gerade auch diese Verschwörungsmythen, die basieren zum Teil auf Halbwahrheiten. Also da ist vielleicht im Kern irgendwo sind da Fakten, die dann natürlich ganz stark verzerrt werden, die dann aus dem Kontext genommen werden oder vermischt werden mit Lügen oder mit Unwahrheiten. Aber es ist schwierig, das zu kontern. Und das haben auch Studien gezeigt und auch unsere Erfahrungen beim Institute for Strategic Dialogue in der Deradikalisierung haben gezeigt, das bringt eigentlich sehr wenig bei Fakten anzusetzen, sondern es ist viel effektiver zu versuchen zu verstehen, was diese Menschen antreibt. Verschwörungsmythen und auch radikale Ideologien erfüllen schon auch immer einen psychologischen Zweck. Und der ist natürlich aus der Perspektive der Person, die diese Ideologien annimmt, durchaus legitim. Und sogar objektiv kann man sagen, das sind legitime Ängste, die sich darunter verstecken. Das sind legitime Unsicherheiten und ein gefühlter Angriff auf die eigene Identität oder auf die kollektive Identität. Die Männlichkeitsidentität. Auf zum Beispiel auf die Männlichkeit. Ich denke, es gibt eine ähnliche Dynamik mittlerweile sogar bei der weiblichen Identität, wo es andere Anfälligkeiten gibt. Also ich möchte das auch gar nicht nur auf die Männer schieben. Ich denke, es gibt generell einfach sehr viele. Aber dann braucht es auch für die Prävention, andere Angebote. Wenn diese Emotionen, wenn diese echt sind und die sind berechtigt, dann braucht es auch irgendwie andere Kanäle. Absolut. Und wir beschränken uns im Moment, wenn es zum Beispiel um die Vermittlung von digitalen Kenntnissen betrifft, in Schulen oder auch in außerschulischen Kontexten, eher auf Digitalkompetenz im sehr engen Sinn, nämlich wie kann man Fakten unterscheiden von Desinformation oder wie kann man glaubwürdige Quellen also eruieren, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist. Aber was wir eigentlich bräuchten, wäre was an der Schnittstelle der Psychologie und der Digitalkompetenz, wo wir uns auch besser verstehen als, was ist unsere Rolle in diesen neuen technologischen Räumen, in Chatgruppen auf Telegram oder in der Gaming-Subkultur oder in anderen Online-Subkulturen, bei denen man sehr schnell auch in eine politisierte und zum Teil auch radikalisierte Bubble gerät. Was macht das mit uns als Individuen, mit uns als Gruppe und mit uns als Gesellschaft? Und wie kann man sich selbst davor wappnen, zum Beispiel diesen sehr radikalen Ideen zum Opfer zu fallen, weil sie Teil der eigenen Gruppe werden? Aber ein großer Faktor sind natürlich auch die Algorithmen und die Spielregeln. Weil da ist ja so, dass die Extreme quasi automatisch verstärkt werden. Ja. Und ich in diese Echokammern reinkomme und ich immer mit mehr extremen Inhalten gefüttert werde. Das zeigen ja auch die Algorithmen. Das heißt, meine eigene Macht ist ja auch sehr begrenzt. Das heißt, wir bräuchten auch andere Algorithmen, andere Spielregeln, müssen die großen Digitalkonzerne mehr an die Kandare nehmen, oder? Ja, leider. Die Algorithmen, das ist auf jeden Fall eine große Frage und ein großes Problem. Selbst wenn die technologischen, die Tech-Plattformen mittlerweile Inhalte schneller entfernen, die radikalisieren oder die Falschinformationen verbreiten oder sogar blutrünstig sind, sind sie sehr schlecht darin, ihr eigenes Businessmodell auf den Kopf zu stellen. Das wollen sie natürlich auch nicht. Klar. Und die Algorithmen sind darauf ausgerichtet, in Wirklichkeit sind sie eine Erweiterung der menschlichen Natur. Wir sind leider, unsere Aufmerksamkeit ist dann besonders hoch, wenn wir Inhalte sehen, die in denen Blut fließt oder die besonders radikal sind, die besonders schockierend sind oder Wut auslösen oder sehr tiefe Emotionen aktivieren. Und das ist was früher schon so war. Wir haben früher auch schon gern Gladiatorenkämpfe und Hexenverbrennungen angeschaut. Und ich denke, das ist heute mit den Algorithmen auch nicht anders. Dass es leider gerade diese ganz furchtbaren Bilder sind oder angsteinflößende apokalyptische Ideen,
die unsere Aufmerksamkeit möglichst lang auf diesen Plattformen halten, was genau das Ziel ist der Tech-Plattformen. Herr Ott, jetzt sind wir fast am Ende der Sendung und wir befinden uns in einem sogenannten Superwahljahr weltweit gesehen. Es wird in sehr vielen großen Ländern gewählt, in Indien zum Beispiel, Narendra Modi, jetzt dann natürlich in den USA, aber auch in Deutschland, in Ostdeutschland wird im September gewählt. Wie optimistisch oder wie pessimistisch sind Sie, was die nächsten Monate angeht? Stichwort Aufwind für rechtspopulistische Ideologien. Ja, ich bin innerlich völlig hilflos. Ich hätte auch nie gedacht, also vor 15 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich noch in meinem Leben erleben muss, wie schnell sich die Dinge radikalisiert haben und eben, wie Sie es sehr anschaulich beschreiben, es ist inzwischen weit in der Mitte der Gesellschaft drin. Das sind nicht ein paar Spinner, die es immer geben muss an den Rändern, die gehören sozusagen zur politischen Folklore. Aber nicht das nur ist laute keine... Extreme, nein, sondern es eben, ist in der Mitte. Nein, es ist sozusagen eine Art von Allgemeinheit geworden. Mhm. Also ich persönlich, ja, habe eher Angst, was sich da tut, auch jetzt bei den Wahlen in nächster Zeit. Ja. Also ich meine, Sie sagen auch, man soll irgendwie diese Begegnungsräume schaffen, nicht, dass wir uns alle so abkapseln. Das scheint mir etwas Wichtiges zu sein, wenn auch immer schwieriger. Ja. Und die Mitte stärken, also auch, dass wir uns getrauen, laut zu werden und mitzukommentieren in diesen Foren, dass wir das nicht nur den extremen Stimmen überlassen, oder? Ja. Es ist ein enorm wichtiger Punkt und ich versuche auch selber, mir gelingt es nicht immer, aber ich versuche selber auch nicht immer in diesem Wir gegen Sie-Denken zu sein, weil das natürlich genau in dieselbe, man tappt ja genau in dieselbe Falle und eigentlich geht es vor allem darum, den Dialog wiederherzustellen und auch die Menschen, die für rechtspopulistische Parteien stimmen, in ihren Sorgen und in ihren Ängsten oder auch vielleicht in ihrer Wut wahrzunehmen und auch zu respektieren. Also ich denke, es geht sehr stark um den wechselseitigen Respekt, der immer mehr verloren geht. Wahrscheinlich tatsächlich auf beiden Seiten, wo es auch zu einer immer stärkeren Wechselwirkung und einer Polarisierung kommt, die, denke ich, extrem ungesund ist für das Konzept Demokratie und das Funktionieren der Fundamente, auf denen unsere Demokratien basieren. Also da hoffe ich, dass es nicht zu einer noch stärkeren Entmenschlichung kommt und dass es eher darum geht, wie kann man einen gemeinsamen Nenner wiederfinden und wie können auch die Parteien der Mitte dieses Sorgen besser ansprechen in ihrer Politik, die ja eben gerade die teilweise auch sozioökonomische Ungerechtigkeiten betrifft, teilweise Unsicherheiten, die jetzt mit den Krisen aufgetaucht sind. Auch wenn man zurückblickt in die Geschichte, war es immer so zu Zeiten von Krisen, ob das jetzt Gesundheitskrisen waren, sogar zu Zeiten der Pest im 13. Jahrhundert oder zu Zeiten der Cholera, dass sich Verschwörungsmythen schneller verbreiten konnten und Antiminderheitenhass. Und ja, und genau, ganz wichtige Punkte und wahrscheinlich philosophisch müsste man sagen, auch selbstkritisch zu sein, die eigenen blinden Flecken immer wieder zu sehen und sich nicht im Besitz der Wahrheit zu denken und sagen, die anderen haben diese irrationalen Ängste und wir müssen jetzt schauen, dass sie trotzdem so wählen, wie ich möchte, oder? Nein, natürlich, die Ängste, Sie sagen es ja auch, die Ängste haben, in der Regel haben die natürlich einen Fundus, der völlig nachvollziehbar und berechtigt ist. Aber es gibt eben auch inzwischen diese immensen Resonanzräume, die das sofort verstärken und den Furor bringen. Also Unsicherheit gibt es im Leben immer, aber ich muss deshalb nicht gleich glauben, dass immer andere schuld sind. Also das Sündenbockdenken steckt zwar auch in jedem von uns drin, aber inzwischen ist es quasi die offizielle Politik geworden. Mhm. Und das könnte man ja auch ein Stück weit bei sich selbst durchschauen, dass wenn man ein Wehwehchen hat, dass nicht unbedingt ein anderer dran schuld ist. Aber wem sagt man das? Das nehme ich gerne als Schlusswort, Herr Ott. Vielen herzlichen Dank, Frau Ebner und Herr Ott, für dieses Gespräch. Danke. Ja, was denkt ihr über die zunehmende Radikalisierung unserer Gesellschaft und vor allem, was können wir selbst dagegen tun? Schreibt es uns in die Kommentare und hier drüben findet ihr wie immer zwei weitere Gespräche zum Thema. Danke euch und bis bald.